Als nächstes steht auf der Agenda der Vortrag Offline-Klasse statt Online-Masse. Jetzt habe ich mir lange überlegt, was ich im Vorfeld dazu sagen soll. Also eins kann ich in jedem Fall schon sagen, ohne zu viel hoffentlich, Peter, vorwegzugreifen. Wir haben im Vorfeld der Veranstaltung einige Briefe versendet, augenscheinlich handschriftliche Briefe. Ich glaube 150 Briefe an der Zahl, ganz klassisch per Post mit Briefmarke drauf. Und wie gesagt, augenscheinlich handschriftlich, nicht nur der Text im Kuvert, sondern auch das Kuvert war handschriftlich beschrieben und wollten mal testen, hält denn Wunderpen das, was Wunderpen verspricht, dass man mit handschriftlichen Briefen vielleicht eine höhere Visibilität schafft, Aufmerksamkeiten schafft. Das ist genau dein Thema. Lieber Peter, ich hole dich zu mir auf die Bühne, herzlich willkommen. Peter LeCour ist Founder und Managing Director von Wunderpen. Er ist aufgewachsen in Karlsruhe, lebt aber mittlerweile in Berlin. Jetzt haben wir ihn mal in die Heimat zurückgeholt. Es muss nicht immer Berlin sein. Den Satz musste ich jetzt einfach sagen. Ja. Schön, dass du da bist. Genau, Aufmerksamkeit ist das Thema des digitalen Zeitalters. Ich glaube, euer Thema, und so habe ich es auch, glaube eure Webseite entnommen, ist Medien durchdacht zu kombinieren. Viele, viele Unternehmen setzen auf digital, vielleicht auch gerade jetzt während Corona, wo vielleicht auch Präsenztermine gar nicht möglich waren. Und vielleicht geht man mit digitalen Konzepten so ein bisschen in der Masse unter. Und ihr haltet da dagegen. Da habt ihr ein bisschen was im Petto, ein bisschen was im Konzept. Ich habe mir vieles aufgeschrieben, habe aber Sorge, dass ich dir vorweggreife. Von daher, Peter, ich gebe dir die Bühne. Hier ist dein Presenter. Viel Spaß bei deinem Vortrag und Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, Timo. Wie gesagt, ich bin selber Karlsruher Jung und freue mich total, mal wieder hier zu sein. Man kommt wirklich relativ selten hierher. Also für mich ist die Reise nach Karlsruhe, nach Hause, immer auch so eine kleine Reise in die Vergangenheit. Und das ist eigentlich auch so das Stichwort, mit dem ich starten möchte, nämlich mit einem kleinen Rückblick in die Vergangenheit, und zwar ins Jahr 1987. Das ist ein Bild gar nicht so weit weg von hier, also hinten am Turmberg aufgenommen, im Garten von meinen Großeltern. Mein Großvater mit mir auf seinem Arm als einjährigen kleinen Jungen, seinem Enkel, sein ganzer Stolz. Und warum zeige ich das Bild? Weil mein Großvater und mich doch eine sehr enge Verbindung begleitet hat durch mein ganzes Leben. Es war eine sehr wichtige Person für mich in meinem Aufwachsen hier in Karlsruhe. Und mein Großvater war ein ganz besonderer Mann. Der war sehr raumgreifend, der war eine besondere Persönlichkeit. Und er hat als Pfarrer hier in Karlsruhe auch seine Predigten immer noch mit handschriftlichen Manuskripten vorbereitet. Zwar dann später auf der Maschine, auf der Schreibmaschine geschrieben. Aber dennoch hat er sich's nicht nehmen lassen, mir, seinem Enkel, immer zu jeder Gelegenheit, die er gefunden hat, ob es Geburtstage, Weihnachten oder andere Anlässe waren, per Hand Briefe zu schreiben. Und so haben mein Großvater und ich über die Jahre, auch nachdem ich Karlsruhe verlassen habe, immer den Kontakt aufrechterhalten. Er war jetzt nicht der digitale Mensch, also E-Mails gab es damals auch noch nicht so richtig. Und das war unser Kommunikationsmittel. Und das Besondere jetzt heute für mich ist, dass wenn ich an meinen Großvater, der mittlerweile leider nicht mehr lebt, zurückdenke und in Erinnerung schwelge, dann packe ich diese Briefe, die ich noch von ihm habe, aus und lese drin und habe meinen Großvater immer noch so ein Stückchen bei mir. Das ist meine persönliche Geschichte zum Thema Handschrift und zum Thema handschriftliche Briefe. Ich glaube, viele hier im Raum bzw. auch zu Hause oder im Büro vor dem Bildschirm haben ihre persönliche Geschichte zum Thema handschriftliche Briefe. Vielleicht hat der ein oder andere mal einen Liebesbrief geschrieben. So wie den hier, den ich gefunden habe. Dear Abby, your eyes remind me of the evening sky. My heart felt like broken glass until I saw you and then I felt like I had every Pokémon ever. I love how you play Zelda, even when people think it's weird. If you like me, it would be my first ever victory. Also ich weiß nicht, ob jemand mal einen Liebesbrief als Kind schon geschrieben hat oder erhalten hat, aber man kann sich auf jeden Fall reinversetzen in die Aufgeregtheit von dem Kleinen, in die auch in das Gefühl, auch einen zu bekommen. Das ist einfach was Besonderes und es ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Eine andere Geschichte, die hoffentlich jeder kennt, ist der schöne Brief zum Muttertag. Also die Mutter ist ja für viele der wichtigste Mensch im Leben und ich denke, man sollte seiner Mutter zum Muttertag schreiben.
ich tue es gerne, ich schreibe auch gerne handschriftlich und jeder, der eine Mutter noch oder hat, den rege ich auf jeden Fall an, wenn er es nicht ohnehin tut, auch zum Muttertag mal einen handschriftlichen Brief zu schreiben. Das sind drei ganz unterschiedliche Botschaften und drei ganz unterschiedliche Geschichten von Botschaften, die alle eins gemeinsam haben, und zwar, dass sie von Herzen kommen, dass sie Wertschätzung ausdrücken und dass sie von Menschen geschrieben wurden, die jemand anderen lieben und diese Liebe auch ausdrücken wollen. Ich hätte jetzt gerne das coole Abstimmungstool, habe ich mir gerade eben bei deiner Präsentation ein paar Mal überlegt, weil ich würde jetzt gerne mal eine Umfrage hier starten. Was sind denn die Personen, die wir als Unternehmen am allermeisten lieben? Ich meine, es ist ganz klar, sind unsere Kunden. Ja, sind nicht die Gesellschafter oder die Aktionäre, nicht klar, die Mitarbeiter lieben wir auch, aber es sind die Kunden, die wir am meisten lieben, vor allen Dingen wir als Marketer. Und dann frage ich mich an der Stelle, wenn wir unsere Kunden am meisten lieben, warum schicken wir ihnen dann immer wieder Mailings, die so aussehen? Hat das was mit persönlicher Wertschätzung zu tun oder mit Aufmerksamkeit oder mit Liebe? Ich, beziehungsweise wir von Wunderpen, sagen da ganz klar nein. Wir von Wunderpen sagen, dass die normal oder die normal gewordene Art, unsere Kunden zu bespielen, unpersönlich geworden ist und austauschbar. Und wir stehen dafür, dass wir fest daran glauben, dass wir unsere Kunden genau so ansprechen wollen, wie wir die Menschen ansprechen, die wir am meisten lieben, im Privaten, sei es mit handgeschriebenen Botschaften oder anderen Botschaften, die auf jeden Fall ein besonderes Gefühl der Wertschätzung ausdrücken. Jetzt könnte man wieder eine schöne Umfrage starten, aber ich beschleunige das Ganze mal. Einfaches Beispiel, welchen von diesen beiden Umschlägen würde man zuerst öffnen? Wir sagen ganz klar, das wäre der handgeschriebene Umschlag. Warum? Man ist neugierig, versteckt sich dahinter. Man weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wann hatte man das letzte Mal überhaupt einen handgeschriebenen Umschlag im Briefkasten. Und man würde davon ausgehen, dass es kein automatisiertes Mailing ist, sondern von einem echten Menschen geschrieben wurde, der mir etwas Besonderes mitzuteilen hat. Welche von diesen beiden Karten drückt denn auf den ersten Blick mehr Wertschätzung auf? Ist es die generische gedruckte oder ist es die handgeschriebene mit echtem Stift, die fehlerhafte, aber wirklich sorgfältig geschriebene Karte von einem echten Menschen? Auch hier wieder die Antwort ganz klar. Wir glauben, eine handgeschriebene Karte drückt deutlich mehr Wertschätzung aus als eine herkömmliche gedruckte. Um den Bogen dann so langsam in Richtung Marketing zu schließen, hier ist mir vor der Präsentation noch ein kleiner Fehler aufgefallen. Ich frage die Frage trotzdem, welchen Gutschein würden Sie denn wirklich einlösen von diesen beiden? Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, der handschriftliche Gutschein hat 50 Euro Wert und der gedruckte, den wir da rausgesucht haben, leider nur 10. Aber ich glaube, die Botschaft ist klar. Ein handgeschriebener Gutschein suggeriert viel mehr individuelle Prägung. Es ist ein Gutschein, der nur für mich erstellt wurde. Da hat sich jemand hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht und will mir persönlich etwas ganz Besonderes zukommen lassen. Das ist, wofür Wunderpen steht. Ui. Und die Frage ist, was passiert denn da? Unser Gehirn funktioniert relativ einfach nach einer einfachen Logik. Wenn wir eine Botschaft mit einem positiven Gefühl verbinden, dann kann dieses Gefühl die Erinnerung an die Botschaft positiv beeinflussen bzw. nachhaltig bestimmen. Das heißt, denken wir mal an den letzten Sommer, an ein Gefühl, die Sonne hat geschienen. Natürlich wird dieser Sommertag auch das Erlebte positiv beeinflussen. In unserem Fall oder in unseren gezeigten Fällen möchten wir mit Handschrift ein Gefühl von Wertschätzung übertragen und etwas Besonderes erzeugen, was die Botschaft einrahmt und damit sich positiv auf die Marke auswirkt. Heißt, der positive Kontext unserer handschriftlichen Mailings überträgt sich auf die Markenkommunikation und beeinflusst diese positiv, nachhaltig, verankert sie stärker. Und es ist ganz, ganz wichtig hier, der Frame bestimmt die Botschaft. Das habe ich mir nicht alleine ausgedacht, das muss ich dazu sagen. Olaf Hartmann, falls er zuhört,
kann man alles auch noch genau in seinem Buch Touch nachlesen. Klar ist, und das wissen wir alle, wir haben Hunderte, Tausende, Zehntausende, wenn nicht Millionen von Kunden. Und es ist unmöglich als Unternehmen, die alle selber personalisiert handschriftlich anzuschreiben. Das weiß ich auch, das kann ich auch nicht. Aber wir von Wunderpen haben eine Lösung dafür entwickelt, wie man auch große Auflagen handschriftlicher Mailings erzeugen kann. Und das würde ich gerne einmal in dem kleinen Film vorstellen. Analogisierung des Digitalen. Ganz genau. Dankeschön. Genau, der Kollege hat es gesagt, die Analogisierung des Digitalen. Wir nennen es Right to Excite. Das ist unser Credo bei Wunderpen. Also wir wollen besondere Mailings, Botschaften erzeugen, die die Menschen exciten. Und mich freut es extrem, dass wir 150 Beeinladungen schon mal rausschicken durften. Das heißt, ich hoffe, die meisten Zuhörer, Zuschauer haben jetzt die Karte irgendwie schon mal in der Hand gehabt oder haben sie gerade in der Hand, das weiß ich nicht genau, aber das Besondere, wenn sie oder ihr die in der Hand haltet oder gehalten habt, ist ja, dass die Handschrift, die wir erzeugen, so täuschend echt ist, dass der Betrachter das gar nicht mehr in Frage stellt, ob das echt handschriftlich ist. Wie schaffen wir das? Also ihr habt es gesehen in dem Video, wir haben eine Robotertechnologie entwickelt, die große Skalen mit echten Stiften schreiben kann. Das heißt, durch den echten Stift wird ein Schriftbild erzeugt, was anders als im Druck eine Haptik hat. Ich bediene mich manchmal dem Nike-Spruch, feel the difference. Ein Kugelschreiber drückt die Karte leichter ein. Ein Füller streicht nicht ganz homogen ab. Es gibt Kleckse, es gibt Ungenauigkeiten. Das sieht man auf den ersten Blick, man fühlt das, den Unterschied. Dazu haben wir eine AI entwickelt, die durch einen Algorithmus dafür sorgt, dass kein Schriftstück dem anderen gleicht. Also wir können auch einen Text zweimal schreiben und er wird nicht gleich aussehen. Es ist keine Kopie, es ist ein Unikat. Und durch unsere Software haben wir auch die Möglichkeit, jedes Unikat zu individualisieren und zu personalisieren. Und natürlich gepaart mit der echten Briefmarke, wie auch in eurem Fall, wird dann ein Erlebnis, ein Schreiberlebnis oder beziehungsweise ein Brieferlebnis erzeugt, was nicht zu unterscheiden ist von einem echten handschriftlichen Ergebnis. Es gibt diverse Anwendungsbeispiele. Also eigentlich kann man mit unserer Technologie alles beschreiben, was es an Papier gibt. Ja, also im Grunde genommen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ob das jetzt dieser Brief ist, das ist die S-Klasse von Wunderpen, der große Brief mit einem schönen Umschlag, einer schönen Briefmarke drauf, mit Füller geschrieben, aber auch die kleine Karte, Postkarte, eine größere Postkarte. Also wir haben zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, deswegen ist es einfach auch eine Lösung, die meiner Meinung nach für jeden und jedes Unternehmen relevant ist, welches mit seinen Kunden oder mit seinen Partnern kommuniziert. Einfach die Möglichkeit, aus der Masse herauszustechen und ein besonderes Erlebnis zu schaffen. Wir sind aber natürlich heute auf der Echo Boost Veranstaltung und deswegen will ich auch etwas auf die nicht nur qualitative Schiene gehen, sondern auch quantitativ zeigen, dass handschriftliche Mailings oder handschriftliche Marketingkampagnen nicht nur gut für das Brand Image sind, sondern auch was für den Marketing Erfolg in Zahlen ausdrücken können.
Um da mal genauer dem auf den Grund zu gehen, wie wirkt sich das denn aus, haben wir mit dem Collaborative Marketing Club, einige kennen es wahrscheinlich, in Kooperation mit der Deutschen Post an der Dialogpoststudie 2020 teilgenommen. Die Dialogpoststudie 2020 hat zum Ziel, dass sie verschiedene Werbemittel auf ihre Conversion-Fähigkeit testet. Die kommt jedes Jahr raus. Da werden Maxi-Postkarten, Briefe etc. getestet und es wird versucht, die Conversion zu maximieren. Und wir durften teilnehmen und einen AB-Test durchführen, indem wir diese Maxi-Postkarte, die wir dort zeigen, eingestreut haben bei 5 Partnern, Poster XXL, Parfüm Dreams, Angeraut, Hemden.de und Shoe Passion. Und 10.000 von diesen Karten, die echt handgeschrieben, also echt automatisiert handgeschrieben waren, getestet haben in einem AB-Test gegen gedruckte Karten, die den gleichen Voucher hatten, die gleiche Message. Und das Ergebnis war für uns mehr als überzeugend. Wir haben im Durchschnitt die Conversion Rate um 85% erhöht. Es gab keinen Partner, der nicht ein deutlich besseres Ergebnis hatte mit den handschriftlichen Karten als mit den gedruckten Karten. Die beste Conversion Rate war Steigerung war plus 126%. Das ist mehr als das Doppelte an Einlösungen. Und das ist nur das quantitative Feedback. Ja, was uns viel mehr freut, ist das qualitative Feedback. Weil das Quantitative hatten wir auch schon früher mit anderen Partnern natürlich erfassen können. Aber das qualitative Feedback hat sich hier auch wieder bestätigt. Weil es ist einfach heutzutage auch so, und auch Stichwort Corona ist natürlich der Punkt, wie sticht man denn aus der Masse heraus? Es geht uns ja nicht nur rein um die direkte Conversion, sondern es geht uns ja langfristig darum, ein Brand-Image aufzubauen, was den Kunden an die Brand bindet. Gerade im Online-Marketing, wir hatten jetzt mehrere E-Commerce-Treibende als Studienteilnehmer, es wird ja immer schwieriger, den Kunden langfristig an das Unternehmen zu binden, weil wenn man keinen Touchpoint hat mehr, ist man austauschbar. Und die Flut der Mailings, die wir erhalten, sorgt dafür, dass sie nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Deswegen freut uns Feedback wie hier von Shoe Passion. Wir wurden mehr als überrascht von der Vielzahl qualitativen Feedbacks von Kunden und Geschäftspartnern, die die Karte erhalten haben und begeistert von der täuschen echten Handschrift waren. Ich meine, wann hat man mal als Marketingtreibender ein Feedback von einem Kunden auf eine Marketingkampagne, der sagt, hey, das fand ich geil. Also das ist für uns im Grunde genommen die schönste Belohnung. Und da gibt es tausende Geschichten. Und meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich die von einem Hörgerätehersteller, der uns anrief nach einer relativ kleinen Kampagne und sagte, hey, Leute, da war gerade ein älterer Herr bei uns in der Zentrale. Der kam mit einem Blumenstrauß und wollte sich einfach nur für die nette Karte bedanken. Das heißt, wir wollen nicht nur Conversion Rate steigern, sondern wir wollen die Customer Lifetime begleiten, die Customer Journey begleiten. Ob es Neukunden-Mailings sind, Geburtstags-Mailings, Premium-Kunden-Mailings, Wunderpen und handschriftliche Briefe und Karten von Wunderpen sorgen dafür, dass die Wertschätzung beim Kunden gegenüber dem Unternehmen steigt und damit einfach die Markenverbundenheit erhöht wird. Wir verfolgen dabei einen Full-Service-Ansatz, also wir sehen es nicht als reine Druckerei. Wir wollen das gesamte Spektrum abbilden, was benötigt wird, um eine handschriftliche Kampagne auch erfolgreich durchzuführen. Und da reicht es eben nicht nur zu sagen, wir drucken die Karten und beschriften den Text, den ihr euch ausgesucht habt, sondern wir wollen beraten, wir wollen dieses vielfältige Produkt, dieses hochindividualisierbare Produkt, wie einen Maßanzug an das jeweilige Unternehmen anpassen und damit die beste Lösung fürs Unternehmen finden und übernehmen dann alle Prozessschritte von der Beratung bis hin zum Versand, natürlich auch mit unseren Druckereipartnern und Co. Außer die Lead-Generierung. Außer die Lead-Generierung, aber da haben wir ja euch. Genau. Um es abzurunden, wir digitalisieren auch die persönliche Handschrift, nicht nur Unterschriften, sondern Handschriften und können dann in dieser Handschrift alles schreiben, was gewünscht ist, vervielfältigen ohne Ende. Und ich sage immer, ich finde, dass die Zukunft eigentlich sein sollte, dass zu einer CI nicht nur Farben und Schriften und Sound gehört, sondern ich finde, zu einer zukünftigen CI sollte auch eine Handschrift gehören. Und da haben wir schon viele Unternehmen, die das auch machen. Und das würde mich natürlich sehr freuen, wenn es immer noch mehr wert in Zukunft.
zusammenfassend sagen wir, generieren Aufmerksamkeit und Emotionen, um Wertschätzung beim Kunden zu erzeugen und stehen dafür mit mehr Marketing-Erfolg unserer Kampagnen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier ein paar im Auditorium zu Hause davon begeistern konnte. Und vielleicht überlegt sich der eine oder andere auch, in Zukunft seinen Kunden wertschätzende Briefe zu schreiben oder Karten, so wie mein Großvater das vor einigen Zeiten schon mit mir gemacht hat. Und damit verabschiede ich mich auch und danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.